Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze. Hildegard Schütz ist die neue Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Augsburg. Die 54-jährige Gymnasiallehrerin wurde am Samstag bei der konstituierenden Sitzung im Augsburger Haus St. Ulrich mit 69 von 73 Stimmen bei 4 Enthaltungen gewählt. Sie war zuletzt stellvertretende Vorsitzende. Zum einen freue ich mich und zum anderen stehe ich aber auch ganz demütig vor diesem Amt, weil ich weiß, dass das schon eine gewisse Integrationskraft auch innerhalb des Gremiums erfordern wird. Große Herausforderungen sind sicherlich, dass wir ganz hellhörig sind, was so in der Welt passiert und dass wir dann auch mutig genug sind, da Stellung zu beziehen, dass wir Gewissensentscheidungen treffen können für uns, dass wir das im Gremium absprechen letztendlich. Und ich denke, das ist alles getragen von unserem Bewusstsein als Christen, dass wir als Menschen Abbild Gottes sind. Und ich denke, dann können wir Entscheidungen auch treffen. Die aus Edenhausen bei Krumbach stammende neue Vorsitzende tritt in große Fußstapfen. Helmut Mangold prägte dieses Amt 20 Jahre lang. Der 76-Jährige bleibt aber weiter Mitglied im Diözesanrat, nachdem die Vollversammlung ihn hinzugewählt hatte. Nachdem ich jetzt ein einfaches Mitglied des Diözesanrats bin, fühle ich mich natürlich von der großen Verantwortung, die bisher auf mich zugekommen ist, in gewissem Sinn entlastet. Ja, das macht natürlich eine gewisse Erleichterung, aber trotzdem werde ich mit Aufmerksamkeit die weitere Arbeit des Diözesanrats verfolgen können und hoffentlich auch gelegentlich einen vernünftigen Beitrag einbringen können. Frauenpower im Vorstand. Zur ersten Stellvertreterin der neuen Vorsitzenden wurde ebenfalls eine Frau gewählt. Die 62-jährige Sieglinde Hirner aus Hohenwart im Kreis Pfaffenhofen. Zweiter Stellvertreter wurde der frühere Augsburger Sozialreferent Max Weinkamm. Der Augsburger Bischof freute sich über die Wahl von Hildegard Schütz und hofft auf gute Unterstützung durch den neuen Diözesanrat. Es ist Zeit, auch Widerspruch einzulegen, nicht innerkirchlich. Da hat es schon genug gegeben, den erfahren wir auch immer wieder, ich habe es auch benannt. Sondern gegen das, was so als Mainstream hingenommen wird und scheinbar als selbstverständlich propagiert wird. Da hat der Diözesanrat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und ich wünsche mir viel Unterstützung, gerade in diesen wichtigen Fragen des Gegenhaltens gegen eine Meinung, gegen eine Haltung, die sich treiben lässt und nicht selber agiert. Insgesamt hat sich der Diözesanrat, der eine große Bandbreite kirchlichen Lebens widerspiegelt, verjüngt. Mehr als die Hälfte der Mitglieder ist neu dabei. Neben je 2 Vertretern aus allen Dekanaten des Bistums sind auch Vertreter katholischer Verbände und Organisationen, etwa BDKJ, Frauenbund oder Kolping, mit dabei. Außerdem wurden 14 Personen vom Bischof in das oberste Laiengremium der Katholiken berufen. Die 32 ausgeschiedenen Diözesanräte wurden mit Dankesworten und einem Geschenk aus ihrem Amt verabschiedet. In der vergangenen Amtsperiode hatte sich der Diözesanrat unter anderem mit den Themen Lebensschutz, Ehe und Familie und pastorale Raumplanung beschäftigt.